Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrbe und ich habe einen guten Freund heute wieder mit bei mir, nämlich den Tasso. Und jetzt Hallo. Wird vielleicht der eine oder andere überlegen, Mensch, du, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und wo ihr den vielleicht schon mal gesehen habt und über was wir geredet haben und was sich seitdem verändert hat, das erklären wir jetzt hier im Video. Okay, also Tasso, wer sich gefragt hat, woher dich schon mal kennt, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre lang. Genau. Wir sind mittlerweile sehr, sehr gut befreundet. Jetzt ist es so, dass vor 2,5 Jahren haben wir schon mal ein Video gemacht. Wir sind mittlerweile so befreundet, dass selbst unser Hund, selbst der, geht jetzt schon hier immer zum Tasso hin. Ne? Genau. So. Am Anfang hat er mich angebellt vor 3 Tagen und jetzt... Aber mittlerweile macht er das. Ne? Ja. Man sieht also, wir verstehen uns gut, wir haben sogar die gleiche Pulloverfarbe an. Und der Tasso war, wie gesagt, vor 2,5 Jahren schon mal bei mir. Da saßen wir bei uns im Garten. Bei dir auf der Terrasse. Genau, und haben da uns unterhalten. Weißt du noch damals, so 1990, also 25 Jahre her, wie die Gebühren waren, was man für so einen Kauf und Verkauf eine Option bezahlt hat? Ich glaube, das waren 10 Mark pro 10 Mark? Haft. Man muss ganz eindeutig sagen, Tasso, wir sind wie Wein. Je älter wir werden, umso besser werden wir. Umso besser, ja. Jetzt reden wir mal ein bisschen über Optionsgeschäft. Tasso, vor 2,5 Jahren, das war 2015, seitdem ist ein bisschen was passiert. Wir haben uns damals im Juli unterhalten. Dann kam im August der große, ja doch größere Einschlag, ja. Im Januar nochmal. Dann hatten wir eine relativ ruhige Zeit bis etwa Anfang 2000, bis in den Februar 2018. Und jetzt ging es ja wieder nochmal runter. Ne? Hat sich irgendwas verändert? Was hat sich vielleicht in deinem Ja, bei deinem mir hat sich auf jeden Fall... einiges verändert. Ich habe früher sehr viel Future-Optionen gehandelt und nach den Einschlägen im August 2015, im Januar 2016, insbesondere danach nochmal Brexit. Genau, Juni, Brexit war ja auch noch. Juni 2016, ja. Dachte ich, das einzige Produkt, das mich glücklich macht, ist Wohler. Wohler-Produkte. Okay. Ja. Habe mich auch darauf sehr stark eingestellt. Natürlich mit allen Höhen, mit allen Tiefen. Und im Moment erlebe ich Tiefen. Ja. Okay, wobei die nicht so dramatisch sind. Du warst zum Beispiel, du bist ja schon ein paar Tage jetzt bei uns, du warst zum Beispiel nicht long XIV. Ne? Nein, XIV war ich nicht long. Ich hatte einen Bull-Put-Spread auf SVXY, nachdem er ein paar Punkte gefallen ist. Und ich dachte, jetzt gehst du mal mit einer größeren Position rein. Natürlich hat es mich dann am 5. erwischt. Okay, aber ich habe das ja auch schon gesagt, wenn man jetzt mal das Positive sehen will, du hattest immerhin einen Bull-Put-Spread. Ganz genau, ja? Ich habe mich abgesichert und, gehabt. Du warst abgesichert und sozusagen sowas tut weh, aber das Konto steht noch. Das Konto steht man noch. Kann weitermachen, man hat überlebt, also so die wichtigste Regel erstmal eingehalten. Jeder Drawdown darf zwar schmerzhaft sein, aber nie so, dass das Konto auslöscht. Genau, ja? Das ist auch etwas, was ich in den letzten 2,5 Jahren sicherlich noch dazugelernt habe. Konto darf niemals ausgelöscht werden. Mhm. Einfach absichern, so. absichern. Wie lange handelst du jetzt Optionen? Ziemlich genau 5,5 Jahre. 2012 war ich bei dir auf der Optionshandelswoche. Ja, okay. Und seitdem, in Dresden war es noch, oder? In Dresden, genau. Und seitdem handle ich Optionen. Okay. Wenn du jetzt mal so deinen eigenen Werdegang siehst in diesen 5,5 Jahren. Es ist ja so, du warst, als du damals angefangen hast, ja auch nicht ganz unerfahren im Bereich Wertpapiere allgemein. Also das heißt Fonds, Aktien, Futures, du hast ja also wirklich eine breite Palette schon gehabt. Was sind da so die gravierendsten Dinge, jetzt nicht in dem, was du handelst, sondern wie du die Märkte siehst? Gibt es da so Dinge, wo du sagst, das hat sich in den 5 Jahren für dich geändert? Ja, durch die Morgenroutine sehe ich die Märkte völlig anders. Man kann ungefähr abschätzen, zum Beispiel Aktienbereich, wann könnte es denn runtergehen, wann kann es ruckeln. Ich gehe völlig wertfrei an den Markt ran. Mhm. Ich schaue mir einen Chart an, mache einen Bollinger Band und dann Short Put oder Short Call. Mhm. Übrigens auch ganz interessant, weil ja viele immer denken, wer bei uns mal zu einer Ausbildung kommt, der macht dann hinterher immer alles 1:1, so wie wir es machen oder wie ich es mache. Ne? Bei dir jetzt auch nicht so, sondern du hast ja auch dann deine eigenen Dinge gefunden. Ja genau, ich experimentiere sehr viel, ich probiere die Strategie aus, ich probiere die Strategie aus, am Ende des Jahres komme ich mit Plus raus. Da hatte ich dich ja auch im Dezember angerufen, habe gesagt, ich habe nur 15% Wertzuwachs in 2017, viel zu wenig. Da hast du mich Gott sei Dank getröstet mit Vermögensverwaltung machen, nur 4, 5, 6%. Und das sind Profis, das sind ganz andere Profis. Von daher 15% plus in Experimentierjahr sehr gut. Absolut. Ne? Also muss man immer wieder sagen, wir haben da auch viel zu hohe
Erwartungshaltungen an uns selbst. Also wir denken, wir müssten jedes Jahr 50-60% machen. Natürlich gibt es mal Jahre, wo das auch mal sein kann, aber es wird auch mal Jahre geben, da machen wir 5%. Und letztendlich muss man ja sagen, wenn das Ziel ist, in einem 12-Monats-Zyklus Geld zu verdienen, dann ist es manchmal ein Monat, der die Performance von 20-5% runterbringen kann. Das ist halt einfach so. Ne? Damit muss man leben. Letztendlich ist das ein langfristiges Geschäft. Du kommst ja aus dem Bankenbereich, Immobilien. Ja. Das ist ja noch langfristiger. Das ist noch langfristiger, genau. Was sich noch verändert hat, ich bin relaxter vom Rechner. Du hast mich jetzt die Tage erlebt. Ich habe ein paar Positionen eröffnet, ein paar geschlossen. Da spielt schon der Zeigefinger, aber grundsätzlich relaxter. Mhm. Warum? Worauf führst du das zurück? Weil ich weiß, dass ich viele Positionen auch wieder plus minus null adjustieren kann und Verluste gehören auch dazu. Mhm. Ich kann es nicht ändern. Wenn ich meine Regeln einhalte beim Einstieg, alles andere kann ich nicht mehr beeinflussen. Positionsgröße genau. Als Wichtigstes. Wenn du jetzt mal zu den Tasso treffen würdest, der 5,5 Jahre jünger ist, also Anfang 30, wenn du den jetzt nochmal treffen würdest, würdest du sagen, Mensch, Tasso, hier, pass auf, in den nächsten 5 Jahren, das musst du unbedingt vermeiden, das musst du unbedingt machen. Was wären die zwei Ratschläge, die du dem 5,5 Jahre jüngeren Tasso geben würdest? Auf jeden Fall Tasso vor 5 Jahren unbedingt machen. Coaching beim Jens. Ich habe sehr, sehr viele Coachings erlebt. Der eine mehr oder weniger gut. An Jens kommt niemand vorbei. Es ist jetzt nicht, weil wir hier zusammensitzen. Nein, das die Qualität Coaching. Das freut mich jetzt. Das ist das eine. Sag mal, wenn du jetzt mal abseits von diesem Coaching, was du selber gemacht hast in diesen 5 Jahren, wo du sagst, das war richtig gut, dass ich das gemacht habe oder dass ich das eingeführt habe. So was Praktisches jetzt. Für mich im Optionsbereich praktisch einfach experimentieren, ausprobieren. Okay. Anschauen, Charts anschauen, probieren, Ideen generieren. Mhm. Weg vom Einheitsbrei. Okay. Einfach mal über die Schulter schauen. Okay. Und was würdest du rückblickend vermeiden? Also wo wir sagen, jede Erfahrung ist ja gut. Selbst wenn wir mal Fehler machen, dann lernen wir es daraus. Aber wenn du sagen könntest, okay, damit hast du zu viel Zeit verschwendet oder zu viel Geld oder was auch immer, was würdest du vermeiden? Was würdest du sagen, das müsste ich jetzt nicht zwingend nochmal machen? Das konsequente Auflösen der Position im Verlustbereich, das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Das würde ich gerne vermeiden. Okay. Es hat mich ein paar tausend Euro gekostet. Es tut weh. Das heißt, einfach, du hast Verlierer zu lange laufen lassen? Verluste einfach zu lange ausgesessen, nicht bei 100% gerollt, auch mal 200, 300, 400% und einfach gehofft, dass sich die Position dreht. Mhm. Und irgendwann zieht man doch den Stecker und sagt, doch, jetzt raus, viel zu spät. Das würde ich vermeiden. Ja. Macht natürlich vor allen Dingen ja auch, wenn man das macht, es ist ja vor allen Dingen gar nicht so sehr eine Geldsache. Geld natürlich auch, man spart damit langfristig betrachtet, aber es ist vor allem eine mentale Sache. Es gibt ja im Grunde genommen zwei schlimme Sachen eigentlich nur. Die erste schlimme Sache ist, wenn man einen Fehler macht und dieser Fehler wird noch belohnt. Also das ist ja ganz schlimm. Ne? Also dass du so sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Position, sagen wir mal eine Aktienoption, egal ob es jetzt ein Spread ist oder ob es eine einzelne Option ist, und die ist 400% im Minus, und dann weil du nicht gerollt hast. Ne? Weil du sagst, es wird schon mehr, und dann dreht die und wird ein Gewinner. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil ihr verdient damit Geld. Aber im selben Moment setzt sich hier im Kopf irgendwas fest. Naja, beim nächsten Mal könnte ich es ja wieder so machen. Und beim nächsten Mal wiederhole ich auch genau das Gleiche. So, und irgendwann wären das 400, 4.000. Genau. Und irgendwann. Minus. So, und dann wird es halt teuer. Ne? Und deswegen ist ja so wichtig auch, dass man rollt, dass man einfach mental frei im Kopf wird. Dass man sagt, okay, also das Schlimme wäre, wenn man sich selber nicht vertrauen kann, wenn man sagt, ich habe eine Regel und ich halte mich selber nicht an die Regel. Ja. Das ist mental für einen selbst schlecht. Wenn man sagt, okay, ich habe ja eine Regel im Verlust, ohne Emotionen zu sagen, ich gehe raus. Es geht nie ohne Emotionen. Aber dass man sagt, mit wirklich wenig Emotionen kommt. Heute ist Freitag, wir nehmen das Video an einem Freitag auf. Und heute Morgen noch mal so ein bisschen getröpfelt. Ja, und wir mussten auch vorhin noch mal ein paar Positionen rollen. Und dann gehst du, finde ich, viel entspannter ins Wochenende, weil du sagst, hey, ich habe doch alles gemacht, was zu machen war. Ich habe gerollt, ich bin im Game, es ist alles noch dabei. Und wenn es jetzt aus wäre, dann wäre es ein Problem. Genau, also rollen. Bitte konsequent durchziehen. Noch vielleicht ein, zwei Sachen, und zwar, jetzt hast du ja viel Wohler-Produkte auch gehandelt. Du handelst weiterhin aber auch noch Future-Optionen. Ja. Okay, Aktienoptionen. Ganz wenig. Ganz wenig. Ganz wenig. Mir ist die Return of Investment bzw. Prämie, die ich kassiere, im Verhältnis zum Margin sehr niedrig. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Kontogröße zusammen. Hängt doch mit der Kontogröße zusammen. Dass man viel Stückzahl sonst machen müsste. Ne? Ja. Okay. Gab es so in den letzten Jahren für dich Produkte
oder Märkte, die du dir vorher nie angeschaut hast, wo du jetzt sagst, die gucke ich mir jetzt an, auch im Future-Bereich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst? Im Future-Bereich habe ich nie Fleisch gehandelt. Okay. Schaue ich mir immer noch nicht an. Ich glaube, ganz am Anfang meiner Options-Trading-Karriere habe ich sehr viel Verluste erlitten mit Fleischprodukten. Im Moment schaue ich sie gar nicht an. Was uns allerdings nicht daran hindert, dann gleich essen zu gehen und vielleicht auch ein Steak zu essen. Natürlich nicht und wieder Steak zu essen, genau. Okay. Wieder eine ganze Woche nur Salat gegessen, sieht man doch. Nee, ansonsten habe ich keine Berührungspunkte, weder mit Future-Optionen noch mit Aktienoptionen. Was ich halt verstärkt in den letzten 2 Jahren gemacht habe, Wir sind ja auch hier gerade, weil wir ja ein Seminar über Volatilität machen. Du bist ja einer der Teilnehmer da. Was ist so faszinierend an Vola? An Vola-Produkten besser gesagt. An Vola-Produkten finde ich faszinierend, dass die immer eine vorgegebene Richtung haben. Zum größten Teil. Wenn ich jetzt einen VXX sehe, der hat einen Abwärtsstrahl von Natur aus. Mhm. Also kann ich dementsprechend positionieren. Im Februar ist er schiefgelaufen. Ja, was heißt schiefgelaufen? Gut, der SVXX hat nicht so ganz dieses Produkt. Dieses Exposure, aber dass man sagt, okay, der VXX, da weiß man kann mit dem eine längere Zeit hinten liegen, und aber letztendlich wird er sich dann, wir sind ihn ja immer short, also nicht immer, aber wenn dann handeln wir in der Regel von der Short-Seite, aber wenn dann, wenn man das von den Positionsgrößen her vernünftig macht, dann weiß man, dass man so ein Produkt über kurz oder lang gewinnen können muss. Der Erwartungswert ist positiv. Letzte Frage, mein Freund, und zwar, wenn du dir, wir hatten vorhin gesagt, du triffst den 5 Jahre jüngeren Tasso, jetzt triffst du den 5 Jahre älteren Tasso, was würde dich freuen, wenn der in Bezug auf Börsenhandel zu dir sagt? Alles richtig gemacht, Tasso. Alles richtig gemacht, ja. Gut, das kann man jetzt interpretieren. Ja. Richtig, dass du vor 4 Jahren aufgehört hast. Nein, alles richtig gemacht, auch weiterhin an Optionen festzuhalten. Nicht mit CFDs, Future fasse ich gar nicht an, wirklich an Optionen festzuhalten. Es ist halt einfach das Ding, dass man sagt, wenn man dann auch jetzt mal 5 Jahre investiert hat, Zeit, ne? Mühe, Geld natürlich auch, dann fängt es ja jetzt auch erst richtig an, Spaß zu machen. Das heißt, na klar hat man auch mal wieder Minus-Trade, na klar hat man auch mal einen Drawdown, aber man versteht den jetzt auch, man weiß auch, warum man kann. Genau. Kann jetzt auch sagen, jetzt kann ich endlich wieder weitermachen. Man ist nicht mehr nur frustriert, dass es ein Minus war, sondern man sagt, okay, Minus, das ist okay, aber ja, kann ich das und das jetzt rausziehen, um nochmal besser zu werden? Die 10.000 Stunden Regel. Genau, wollte ich gerade sagen, da nähere ich mich auch fast den 10.000 Stunden. Definitiv. Ja. Okay, also, dann gibt es die Fortsetzung dieses Videos in 5 Jahren. Merkt euch den Termin schon mal vor, ne? Schreibt euch das in den Kalender, dann sehen wir uns hier wieder. Wir sehen uns definitiv schon viel, viel eher wieder und euch wünsche ich eine erfolgreiche Woche. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Auch von mir tschüss und gute Trades. Bis bald.